Hallo und herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf der Hofbergbahn im LS19 mit dem Astral TV. Hallöchen. Aber natürlich könnt ihr leider, weil er schafft das zeitlich nicht und so, er nimmt nicht mit auf. Habe ich so gehört. Mal vorerst, vielleicht ja. Später. Aber eben, es könnte auch sein, nie. Ja, stimmt. Aber, Digga, ich habe nur noch eine Schaufel von 900 Fassungsliter. Ich kündige. Ach du Gott. Ruhe, ich habe einen Hof. Dann bekommst du Lohn von 5 Euro. Ja, ja, also, ja, klar. So. Die Teiglinge sind, glaube ich, daran zu gern und weiß Gott, was zu machen. Oh, gern, schimmeln die doch schon. Oder was weiß ich denn? Nee, backen. So, rum. Digga, die Schaufel 1000 Fassungsvolumen. 8 Schaufel geben erst die 8000 Liter. Wo kann denn den Komposter rein? Was gewusst, das haben wir einen Komposter, oder? Ja. So, wir sind immer noch auf der großen Spar-Aktion für die, natürlich für das, für die, ach, immer bleibt's mir hängen. Gemüseplantage. Ja, aber Gemüseplantage, siehste, erkennt sich aus. Kann nicht. So, wir wollen diese für auch im Winter was zu machen, weißt du? Der Wald steht immer noch mitten auf der Straße. Ja, wer ist da wohl schuld dran? Sie. Sie sind in den gewarnt. Ich höre den Motorsound. Ach, Manno. Was ist hier? Bei Gelegenheit könntest du irgendwas machen mit dem Kompost. Verkauf. Und bei Gelegenheit könntest du mal den. Was weißt du? Ich trage Arbeit. Gibt kein Mensch, weißt du? Bei Gelegenheit könntest du den Fendt runterfahren. Wo runter? Von dem wo steht der? Von der Roggen Dings da, Dinkel Dunkel Schnunkel. Ah, okay. Ja, vielleicht machen. Und gleich runterstellen und in den Komposter, dann kann ich den befüllen. Und den eben, wie schon gesagt, den 8000 Liter kippen war. Ja, ich glaube verkaufen. Nee, ich meine nicht der Kipper selber, sondern das wird drin. Achso, nicht? Achso. Aber das Geld bekomme ich dann, oder? Ja, ja, klar, weißt du? Das ist ja ganz gut. Ja. Habe ich was gemacht? Achso, jetzt geht's. Aber random, mal kurz Spaß beiseite. Leute. Nee, ich darf ja nicht spoilern. Stopp. Doch, diese Folge kommt danach. Doch. Die ist ja für den Sonntag gemacht, die Folge. Ach ja, Newton-Sonntag. Newton-Tag. Was wolltest du jetzt beim Spoiler? Ihr habt ja gestern um 16 Uhr die erste NF Marsch Folge gesehen. Marsch. Tatsächlich leckt's auf der Hofbergbahn viel weniger. Aber stimmt, die erste Folge von der NF Marsch habe ich auch mit meinem Laptop aufgenommen. Und auch nicht auf den Server raufgeladen. Aus. Mhm. Falsche Taste? Ja, das ist falsche Taste. Sagst du? Ja. Ich suche.
Mann. Das ist schon wieder Party Life hier. To go. Das war die falsche Bremse. Oder die Bremsen sind vom Kramer durch. Oh. Bist doch ein Lieber. Was machst du jetzt gerade? Stroh sammeln. Immer noch. Mann, Digga. Ja. Wie viel Stroh hat denn das noch drauf? Da lag es noch. Und sind es falsch drei. Oh, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, Leute. Ein riesiges haben wir. Ossi, willst du mal in den Fett rein switchen? Nicht, dass du nicht. Ich glaube, das will nicht, wie ich will. Guck dir das mal an. Läuft. Ja, wir haben doch den realistischen Gewichtsmod mit drin. Ich probiere den einfach wegzuziehen. Ja, kannst du nicht einfach die Kippe hier in das Rohr fahren? Ja, aber ich muss doch ein bisschen besser ranfahren, weißt du? Na, ja, schick doch so. Fahr doch jetzt den Bulldogger verdammt. Ja, passt. Pass doch gerade von der Höhe. So. So. Okay. Ach Mann! Warum immer ich? Ach Mann, ich bleib hängen. Ach, wir fahren Schlittschuh. Oh, da ist ein Träger. Kannst du mal probieren drunter fahren? Vernünftig? Nee, das Stroh einsammeln. Dann warum bist du nicht schon wieder weg? Ja, weil ich gucken sollte. Ja, dann geh an die Arbeit. Ja. Ach, das falsche Ding ist. Wieso kann ich kein Gas geben? Ossi? Was denn? Warum hast du die Vorwärts-Rückwärtsschaltung angemacht? Und ich weiß nicht, welche Taste ist das? Welche Taste ist das? Gute Frage. Digga, ich muss nachgucken und dann ist es eine Ewigkeit für mich. Druck. Oder ne, welches das ist und das ist also Ente. Ja. Mann, ich hab schon wieder festgehalten. Nee, was ist nicht Ende? So, Lampet Ende. Also no. Da diesen Opas 1 ist. Ach so. Lange drauf bleiben? Ne, dann löst du die Handbremse und dann musst du mit Space wechseln, so vor rückwärts haben. Mit Space? Was für ein Space? Space. Leertaste. Leute! Kannst du diese Scheiße ausmachen? Ich hab keine Taste belegt. Oh Mann, du bist oh, sie hatten nur wieder Kram in Sinn. Kram, ja, du bist ein Kramer. Digga, ich sehe jetzt gleich was. Das scheiß rote Dings da können wir verkaufen. Ja, das ist ja der andere Kuppe, der andere ist doch nie gegangen. Nee, das ist ja. Nee, stopp. Das ist ja das gleiche wie können wir hier gären. In den zwei großen Silos.
Kannst du kurz in den Kramer bitte reinschwitzen und die Vorwärts-Rückwärtsschaltung ausmachen? Sonst kriege ich hier die Krise. Also, geht denn jetzt raus? Habt ihr nur. Das muss auch die ganze Zeit mal gucken, wie das einmal rausgeht. Ja. Ich glaube, das ist falsch. Ja. Hä? Das passiert, wenn macht Ossi was, Leute. Was? Nix. Ach, beim Karma ist hier aus, Leute. Fendt wird verkauft. Was? Digga, das geht nicht. Nix. Ich hab dir nichts belegt. Nix. Das ist so ein Idiot. Wisst ihr was? Es ist nicht gut. Und ich hab das manuelle Tätschen immer noch nicht drin. Mann! Nee, Leute, wir können Tatsache das rote Teil verkaufen. So, nein. Doch, weil. Nenn doch den anderen Köpfer. Nee, aber hör mir doch zu, Ossi. Wenn hättest du mir zugehört, dann wüsstest du sowieso. Also nicht. Ja, das ist die Sache. In den zwei großen Silos, wo du jetzt die ganze Zeit das Stroh ablagerst. Ja. Da kommt die gleiche Scheiße raus. Ja. Ja, warum ist das gar nicht das rote Ding? Ja. Mal Leute, das passt nicht. Oh, es leckt gerade wieder. Alter, 100 km/h haben wir mit dem ICE-Bahn. Da leckt gar nicht. Mann, ja. Die scheiß Vorwärts, rückwärts, rückwärts, was ist denn jetzt los? Ich krieg hier die Krise, Leute. Ich krieg die Krise. So, jetzt. Langsam durchzwischen, dann bin ich morgen noch nicht fertig. Und? Ja. TP, das ist für Karlsplay. Autoload, Spiegel. Ballen aufschneiden. Aha, okay. Hab ich nicht, keine Taste belegt. GPS. Ach. Rechts schwenken, ja. Wo kommt der Labelwagen hin? Bist du fertig? Ja. Fahr mal hier rein und nimm das ganze Stroh von hier. Was? Warte. Das ist der Schaufel. Warte doch. Wieso krieg ich. Ah, so. Und jetzt sollte ich den Motor noch laufen. Nein, nicht. Warum? Was ist denn los? Ach, so krieg ich sie raus. Gut. Ach, scheiße. Haha. Hab kurz was versucht und es geht.
Abfahrt. Ich kann das, Leute. Der ist so voll, weißt du? Ich nix voll, nix. Ich glaube, so schnell bist du noch nie voll gewesen. Hallo, ich verteile einiges, ja. Achso, jemand Sander, achso, ja, ich bin 50% voll. 84, 87. Ja, und der Rest musst du rausschaufeln, was hier noch dran liegt. War das nicht dein Problem? Nö. Nee, was fahr ich denn schon? Ja, nee, der Anhänger kann ja rüber, oder? Oder nicht? Ja, nee, wir können den rüberstellen. Das hat jetzt leicht, aber zwei leichte, ganz leichte Ruckler drin gehabt. Aber fast nicht zu bemerken, aber trotzdem. Aber ich muss sagen, ich kann ja. Oh, jetzt hat es zwei, drei richtige große Ruckler drin gehabt. Also nicht große, große, aber ich bin mir größere gewöhnt, Leute. Gewohnt. Guckt da einfach die. Behaltet einfach die NF Marsh in den Augen, weißt du? Marshmallow. Ich kann ja schon sagen, wir haben ein bisschen ein paar Videos vorgedreht, jetzt auch mit meinem Computer, anstatt, also PC, also Stand-PC. Und ich muss sagen, trotzdem, es ruckelt dort auch fast gar nichts mehr. Ruckelt aber auf der Hofbergmann viel weniger. Könnte aber auch sein, weil wir nur zu zweit hier drauf sind. Oder, Ossi? Könnte das sein? Ja, könnte ja. Ja, aber wir sind schon wieder leider am Ende. Am Ende von den Nerven? Am Ende von den, ja. Jo. Ja, ich würde sagen, Leute, wenn euch doch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da und lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Ciao.